Es ist wieder Mittwoch, ihr wisst, was das heißt. Richtig, Sammlungsreview, auf geht's! Hallo, moin und willkommen, meine Lieben, zum Review von Markus Uhrensammlung. Lieber Markus, dir nochmal herzlichen Dank fürs Zuschicken deiner Videos. Hat es mir echt einfach gemacht, die Sammlung dementsprechend vorzustellen. Und meine Lieben, wie immer sind der Markus und ich dann auch gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der aktuellen Sammlung? Was würdet ihr ergänzen? Was haltet ihr von meinen Ergänzungsvorschlägen? Teilt das bitte gerne mit mir und der Community unten im Kommentarfeld. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir uns erstmal jedes Modell einzeln an und schauen danach, was man ergänzen könnte. Die letzten Male habe ich immer mit den Taucheruhren gestartet. Ich dachte, dieses Mal mache ich es andersrum und starte mit der ersten Uhr, die für diese Sammlung gekauft worden ist. Es ist eine Taucheruhr. Wir sprechen hier von einer Omega Seamaster. Nicht dem aktuellen Modell mit Wellenblatt, aber dem Vorgänger mit Keramikglanzblatt, Keramikglanzlünette. Wunderschöne Uhr. Die hatte ich auch sehr lange auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Und mir gefällt das Modell. Und der Markus trägt sie zum Teil am Originalstahlband, mein Favorit, aber auch am Kautschukband oder aber am Rubberstrap. Ich mag es in drei Varianten, aber für mich ist das Stahlband als alter Stahlband-Fan einfach am schönsten und interessantesten. Dieses Seamaster-Band hat einfach was. Man kann die Uhr direkt daran erkennen. Das macht die SMP aus, ob es jetzt die aktuelle oder der Vorgänger ist. Und ja, für die SMP als erste Taucheruhr Daumen nach oben. Wo wir schon bei den Taucheruhren sind, dann lass uns auch schnell die zweite Taucheruhr in der Sammlung angucken. Die kommt von Seiko, ist die Seiko 143, Vintage-inspirierter Diver, wunderschön. Gerade am Kautschukband, muss ich sagen. Das Modell gibt es auch am Stahlband, aber am Kautschuk hat es halt noch mehr Charme. Kann ich mir auch sehr gut am NATO-Band vorstellen. Von daher, lass die SMP am Stahlband. Hau den Seiko Diver an alles andere dran. Lederband, Kautschukband, NATO-Band, whatever. Richtig coole Uhr. Die beiden ergänzen sich. Sie haben beide einen richtig schönen Charme. Die Omega wirkt ein bisschen moderner, wo die Seiko da einfach so ein bisschen diesen Vintage-Charakter hat. Ergänzt sich meiner Meinung nach richtig gut. Hat ein Freund von mir auch gekauft, den Ticker. Mega Uhr. Tolle Seiko. Und Seiko gehört sowieso immer in eine Sammlung mit rein, finde ich. Wie würde ein mittlerweile recht bekannter englischsprachiger YouTuber zu dieser Uhr sagen? That's got here! Casio. Casio G-Shock, aber nicht irgendeine. Wunderschönes Modell. Ich bin jetzt selbst nie so der G-Shock-Fan gewesen, aber die Ticker haben was. Die Casio als solches, Casio G-Shock, Mega-Uhr für den Alltag, obwohl das Modell sieht halt auch sehr elegant, sehr schön aus. Das würde ich gar nicht mehr zu sehr rocken. Obwohl auch mit Kratzern sieht eine G-Shock gut aus. Dafür wurden sie gemacht. Tolle Uhr, schöne Ergänzung zu den beiden Divern. Ich muss mal wieder ein bisschen spicken, meine Lieben. So ein bisschen das Gedächtnis auffrischen. Aber doch, ich glaube, da habe ich recht gehabt. Also, weiter geht's. Die Diver haben wir besprochen, die Quarzuhr für alles haben wir besprochen. Kommen wir zur Sportuhr in der Sammlung, die Rolex Explorer. Die Explorer 1 in 39 mm, ein Glück. Ich mag die Variante und ich verstehe es nach wie vor nicht, warum Rolex das Ganze geschrumpft hat auf 36 mm. Ja, es ist originalgetreu, aber 2021 und auch die 39 mm war gut tragbar. Und wer was Kleineres will, kann auch die Oyster Perpetual nehmen. Nur meine Meinung, aber ich bin froh, dass der Markus die Explorer in 39 in der Form in der Sammlung hat. Die werden auch immer gefragt, da die Ticker. Weil sie halt eben nicht mehr 39 mm gibt. Tolle Uhr und eine schöne Sportuhr. Was mir aufgefallen ist, bis jetzt nur dunkle Blätter dabei. Aber gucken wir mal, was noch so kommt. Das Beste zum Schluss? Ja, ich denke mal, viele werden das so sehen. Die nächste Uhr und die letzte in der Sammlung kommt von Geja GLC Master Moonface. Das müsste auch die Ultra Thin sein. Korrigiert mich da bitte, meine Lieben. Aber wenn ich mir das so angucke, könnte das hinkommen. Wunderschöne Uhr, auch wieder mit einem schwarzen Blatt. Also das scheint die Vorliebe von Markus zu sein. Super eleganter Dresser. Das Ding hat Patek-Format, finde ich. Guckt euch das Gehäuse an, guckt euch die Zeige an. Wir haben eine Mondphase schön auf 6 Uhr untergebracht. Einfach nur ein Traum, der Ticker. Mir persönlich, nimm es mir nicht krumm, Markus, ist das natürlich zu elegant. Ich habe da eher zu Santos gegriffen. Aber eine Sportuhr hast du ja auch schon in der Sammlung. Trotzdem, super geile Uhr von der Komplikation, vom Uhrwerk her. Aber jetzt, wo wir es komplett haben, will ich sagen, gucken wir uns genauer an, was man noch ergänzen könnte. We'll be right back.
Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass der Markus nach demselben Schema wie ich sammelt, und zwar eine Marke, eine Uhr. Das heißt, eine Rolex, eine Omega. Wir können da jetzt nicht noch eine Speedmaster oder eine GMT Master ergänzen. Und ihr merkt schon, wo bei mir die Reise hingeht. Meiner Meinung nach fehlt halt noch eine Chronographen-Komplikation und natürlich auch eine GMT-Komplikation in der Sammlung. Aber das ist mein Weg. So gehe ich halt immer vor, wenn ich versuche, Sammlungen zu komplettieren. Schreibt auch ganz gerne, wie ihr das seht. Ich finde aber, eine GMT oder ein Chronograph würde dem Ganzen gut tun. Und wenn ich mir dann die Art der Uhren angucke, wir haben eine Dressuhr, wir haben zwei Taucheruhren, wir haben die Quarzuhr, eine Fliegeruhr oder in Kombination einen Fliegerchronographen, könnte man da sehr gut ergänzen. Breitling, richtig. Breitling Chronomat in 42 mm. Den Ticker würde ich sofort da sehen. Anständige Wasserdichtigkeit, B01 Chronographenwerk. Einfach nur eine richtig schöne Uhr. Ein Klassiker für sich und ich mag die aktuelle Variante. Ihr könnt den Ticker am Stahlband, an dem Rouleauband tragen, aber auch an Kautschukband werfen. Ich finde gerade dieses neue Rouleau-Kautschukband, was mit dem Superchronomaten zusammen vorgestellt worden ist, das passt auch an den normalen Chronomaten. Das würde da sehr gut sich ergänzen. Und du kannst ein bisschen mit Farben spielen, denn wir haben bis jetzt nur dunkle Blätter. Bei der Jaeger genauso wie bei den beiden Taucheruhren und die Casio zählt für mich auch als Uhr mit schwarzem Blatt. Von daher könntest du jetzt sagen, du nimmst die grüne Variante, denn du hast ein sehr schönes dunkles Grün. Wir haben immer noch schwarze Totalisatoren. Die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der Bernhard hat die auch. Ich lasse mal einen Link hier irgendwo hier oben zu dem Video. Da könnt ihr euch das angucken. Ich finde gerade die Breitling in Grün, der Chronomat in Grün, würde der hervorragend zu passen. Zweite Alternative kommt von IWC. Natürlich, IWC, Flieger, Chronograph, die Spitfire-Variante könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch mit einem blauen Blatt. Es ist eine dunkle Blattfarbe. Ich denke mal, das sind die Vorlieben von Markus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine kleine Auflockerung andere Farbe gut tun würde in der Sammlung. IWC als solches hat eine lange Fliegeruhrenhistorie, sind bekannt für ihre Fliegermodelle und ich finde gerade die aktuelle Fliegerkollektion von IWC richtig interessant. Und ich bin auch noch dabei, von Weber vielleicht die ein oder andere Fliegeruhr mal zum Review zu bekommen. Haltet mir mal die Daumen, dass das klappt. Und wo wir gerade schon so schön über IWC schnacken, IWC Portugieser Chronograph, die haben auch sehr schöne Blattfarben. Das Grün ist der Hammer, habe ich mich live von überzeugen können, aber sie haben auch ein sehr schönes rotes Blatt oder halt auch ein silberfarbenes. Sehr dezente Uhren, eher auf der dressigen Seite, aber trotzdem, ich finde gerade zu den Uhren, die der Markus schon in der Sammlung hat, würde die Portugieser ebenso sehr gut passen. Aber das war's mit den Chronographen. Lasst uns jetzt mal in Richtung Uhren mit GMT-Funktion gucken. Und wir fangen wieder an mit Breitling. Breitling Avenger GMT. Ihr kennt mich. Ich mag den Avenger. Ich persönlich lieber vollpoliert. Aber auch die aktuellen Modelle sind richtig cool. Wir haben mehr gebürstete Flächen mit polierten Highlights. Trotzdem sehr elegante Uhr. Und der Avenger funktioniert auch an allen Bändern, am Stahlband, am Kautschukband, am Stoffband, was immer ihr dranhauen möchtet. Es gibt jetzt auch eine neue Variante von dem Avenger GMT mit weißem oder hellerem Ziffernblatt und roten Akzenten. Die finde ich richtig schön, die Uhr. Aber wenn es der Markus lieber ein bisschen dunkler mag, es gibt natürlich auch schwarze und blaue Blätter. Trotzdem, Avenger GMT als solches würde ich da in der Sammlung sehen. Sie deckt wirklich so diese Fliegeruhrensparte ab, aber eben auch die GMT-Funktion fände ich persönlich auf jeden Fall interessant. Aber um auch den Inhouse-Bereich wieder abzudecken, Grand Seiko. Ihr erinnert euch, eine Marke, eine Uhr. Seiko ist drin. Ich würde sagen, Grand Seiko zählt, oder? Was sagt ihr? Grand Seiko und dann hier aber eine Highbeat-Variante. Highbeat GMT, die Ticker finde ich richtig schön. Sie sind ein bisschen eleganter, aber ihr habt halt das Arazzo-Polish auf den Zeigern vom Gehäuse. Ihr habt sehr interessante Highbeat-Werke verbaut und ihr habt natürlich auch hier wieder die GMT-Funktion. Von daher, ich finde, Grand Seiko sollte man sich auf jeden Fall mit angucken und auch mit für diese Sammlung berücksichtigen. Zwei GMTs habe ich noch im Petto. Eine etwas offensichtliche Wahl ist die Tudor Black Bay GMT mit schwarzem Blatt, aber trotzdem ein bisschen Farbe dank der blau-roten Lünette. Und natürlich dem roten GMT-Zeiger. Inhouse-Werk, echte GMT, 200 Meter Wasserdichtigkeit. Ich finde den Ticker cool, plus am Stahlband, am Lederband oder am NATO-Band. Alles ist möglich und alles passt auch zu der Uhr. Und mit der Vorgabe, eine Marke, eine Uhr, ist die Rolex GMT Master draußen, plus schwierig zu bekommen. Warum also keine Tudor Black Bay GMT? Ich denke, die würde sich da sehr schön einfügen in die Sammlung. Und meine letzte Alternative kommt von Panerai, die Panerai Luminor GMT. Da kannst du entweder die blaue nehmen, die ich im Review hatte, mit dem Inhouse-Werk und 3 Tage Gangreserve. Oder aber auch die etwas höhere, ich glaube, die hat 8 Tage Gangreserve mit schwarzem Blatt. Beide haben das 1950er Gehäuse,
Beide haben das Sandwich-Ziffernblatt. Ich finde auf jeden Fall, wir eine super Ergänzung. Sie sind ein bisschen größer, sie sind ein bisschen spezieller, aber trotzdem finde ich, gerade so eine Pannerei wäre so die Wildcard dann in der Sammlung und könnte ich mir ebenso sehr gut vorstellen. So, meine Lieben, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit dem Review von Markus Uhrensammlung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie immer bin ich gespannt auf eure Vorschläge. Was haltet ihr von der Sammlung bis jetzt? Was haltet ihr von den Ergänzungen? Was würdet ihr noch ergänzen? Denkt dran, eine Marke, eine Uhr, ganz wichtige Regel und ich denke mal eher dunkle Ziffernblätter. Teilt das mit der Community, dem Markus und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Meine Lieben, ich wünsche euch wie gewohnt jetzt noch eine richtig schöne Restwoche, einen guten Start ins Wochenende. Freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.